Die ganze Welt redet vom vernetzten Auto, vom Connected Car. Wir haben uns heute hier mal in schöne Frankfurt am Main zur 66. IAA begeben und machen uns jetzt mal auf die Suche nach dem vernetzten Auto und checken gleichzeitig ab, ob es auch das sicher vernetzte Auto gibt. Los geht's! Wir sind jetzt hier in der New Mobility World auf der IAA. Hier ist der Bär los, wie man sieht. Hier stehen die Elektrofahrzeuge, auch die vernetzten Autos, also alles ein bisschen gemischt. Wir haben gerade schon mal versucht, einen Ansprechpartner zu finden, der uns ein bisschen was erklären kann zum Thema Connected Car. Bis jetzt noch keinen gefunden, das spricht schon mal Bände. Jetzt habe ich doch noch jemanden gefunden, der wirklich sehr enthusiastisch beim Thema Connected Car ist. Guido Reinking ist Chefredakteur der New Mobility World. Herr Reinking, hier in der Halle, wo speziell neue Fahrkonzepte, Elektromobilität, Connected Car eine Rolle spielen, ist heute vergleichsweise wenig los, aber ich denke, das war nicht die ganze Zeit so. Was für ein Publikum kommt denn hier in diese Halle rein? Ja, wir hatten tatsächlich schon Abende, da hatten wir nicht genügend Stühle, um allen Gästen einen Sitzplatz anbieten zu können, zum Beispiel bei der Media Night am ersten Pressetag. Also das schwankt durchaus. Besonderheit ist sicherlich, dass hier Besucher in die Halle kommen, in die Halle 3.1, die normalerweise nicht auf eine Automesse gehen, die sich halt mehr für Themen der Kommunikation interessieren, die sich mehr für Vernetzung interessieren, für neue Mobilitätskonzepte, zum Beispiel für Elektroroller, wo wir einen Aussteller haben oder mehrere, die solche Elektroroller hier präsentieren, als für Autos. Speziell im Bereich vernetztes Fahren, da stehen wir hier zum Beispiel neben so einer, ja, sag ich mal, neumodischen Laterne. Ja. Was genau hat es denn damit auf sich? Ja, das ist also ein Aussteller, der mal zeigt, wie die Vernetzung der Mobilität stattfinden kann. Das ist die Firma Schreder, kommt aus Belgien, ist einer der größten Hersteller von Straßenlaternen weltweit. Und die bauen in ihre Straßenlaternen wirklich smarte Dinge ein, zum Beispiel einen WLAN-Punkt, denn die Vernetzung des Verkehrs untereinander, die sogenannte Car-to-Infrastructure-Kommunikation und auch die Car-to-Car-Kommunikation kann nicht übers Funknetz laufen, das würde zusammenbrechen. Man braucht dafür WLAN-Netze und das ist in dieser Laterne drin. Man kann in solchen Laternen auch sein Elektroauto laden, wer nämlich keine Garage hat und in der Innenstadt wohnt, wo soll der laden? Also Laterne ist ideal, da liegt der Strom eh schon. Und ganz toll ist ein System, da ist oben eine Kamera drin, die beobachtet die Umgebung und kann tracken, ob irgendwo ein Parkplatz frei wird. Ein Drittel des Innenstadtverkehrs in unseren Städten ist Parkplatzsuchverkehr. Wenn man den reduzieren könnte, wäre der Umwelt gedient und die Leute wären auch nicht mehr so genervt, weil sie keinen Parkplatz finden. Jetzt interessiert mich natürlich der IT-Aspekt, wenn Sie sagen WLAN-Vernetzung, das ist natürlich auch vielleicht störanfällig. Man hat jetzt die letzten Wochen vermehrt über spezielle Car-Hacks geredet, wo auch häufig WLANs als Angriffspunkte genutzt werden. Welche Rolle spielt denn die IT-Sicherheit im WLAN, aber auch speziell bei Cars, bei solchen vernetzten Straßenlaternen im Moment schon bei den Herstellern, bei den Zulieferern und auch bei den Benutzern, den Anwendern und den Fahrern der Autos? Ja, wir hatten hier tatsächlich auch den Journalisten, den Andy Greenberg, der den Jeep gehackt hat. Das ist ja um die Welt gegangen, diese Bilder sind um die Welt gegangen, in einer Podiumsdiskussion. Wir haben hier auch Vertreter der Zulieferindustrie gehabt, zum Beispiel von Conti oder Bosch. Und einhellige Meinung aller Diskutanten ist eigentlich, hundertprozentige Sicherheit wird es nicht geben, weder im vernetzten Auto noch in einem anderen Bereich des Lebens. Deswegen kann man nur so gut wie möglich versuchen, Autos gegen Hackerangriffe abzuschirmen. Aber einen hundertprozentigen Schutz wird es da wahrscheinlich nicht geben können. Ja, gerade bei den Autobauern ist hier auf der IAA der Teufel los. Deshalb gehen wir da jetzt mal vorbei und begeben uns weiter auf die Suche nach dem vernetzten, sicheren Fahrzeug. Ja, kleines Zwischenfazit. Also es gibt auch bei den großen Herstellern einige Konzepte. Leider ist niemand bereit, vor der Kamera noch was dazu zu sagen, jetzt außerhalb der Pressetage. Ansonsten lässt sich sagen, gerade von den Besuchern her, ist es jetzt gerade bei den großen Herstellern wie Audi, BMW, Mercedes völlig überladen. Hier steppt der Papst im Kettenhemd. Deshalb haben wir uns hier mal in den Zuliefererbereich verzogen. Hier ist ein bisschen ruhiger, hier gibt es auch nicht so viele Neuwagen zu sehen. Wir suchen noch mal weiter, ob wir das sichere vernetzte Auto wirklich finden heute noch.
einmal im Leben im Ferrari sitzen. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Jetzt ist es schon soweit. Ich sitze hier mit Herrn Frisch von Paravan in diesem schicken Auto. Herr Frisch, Sie kümmern sich hauptsächlich um das Thema autonomes Fahren, auch für mobilitätseingeschränkte Menschen. Wie genau sieht das denn technisch aus? Wie funktioniert das? Ja, wir haben mit dem Space Drive System von Paravan ein elektronisch-digitales Fahr- und Lenksystem. Das bedeutet, wir können Signale aufnehmen und elektronisch verarbeiten. Das bedeutet, wir haben hier beispielsweise im Ferrari einen Joystick eingebaut, mit dem wir lenken können. Das bedeutet, wir senden elektronische Signale aus, die über einen Hochleistungsrechner entsprechend verarbeitet werden und auf Gas, Bremse und Lenkung übertragen werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier in dem Ferrari sitze und ich habe nicht das normale Lenkrad, sondern Sie haben mir gerade gesagt, diesen Joystick hier, den bediene ich jetzt, damit kann ich dann die Vorderreifen bewegen, die Hinterreifen bewegen, andere Sachen tun, Scheibenwischer wahrscheinlich auch bedienen. Welche Systeme kann ich sonst noch auf eine etwas andere Art und Weise steuern in diesem, konkret in diesem Ferrari hier? Ja, also wir haben für die Primärfunktionen Gas, Bremse und Lenkung haben wir die Möglichkeit über Joystick zu steuern. Aber wir kümmern uns natürlich auch um die sogenannten Sekundärfunktionen. Das ist Licht an, aus, Hupe, Scheibenwischer an, aus und all diese Dinge, die eben zum Autofahren notwendig sind. Und die steuern wir über unser entwickeltes Touchpanel, also ein Touchscreen. Das heißt, ich kann auf ganz einfache Berührung diese Funktionen auslösen. Vielen Dank, Herr Frisch, und wir fahren jetzt mal in diesem Ferrari weiter über die Messe. Wir haben uns jetzt hier auf den Stand der Deutschen Telekom begeben. Ein Anbieter, den man nicht unbedingt als erstes mit der IAA in Verbindung bringt. Herr Jechel, warum sind Sie dieses Jahr hier auf der IAA vertreten und was präsentieren Sie hier genau? Ja, das ist tatsächlich so, dass wir von der Telekom jetzt zum ersten Mal auf der IAA eingeladen worden sind, hier in der New Mobility World Produkte zu zeigen, die halt das vernetzte Fahrzeug auch promoten sollen. Und hier speziell haben wir jetzt zusammen mit Daimler eine Lösung auf den Weg gebracht, die halt auch ältere Fahrzeuge eine Connectivity ermöglicht. Wie genau sieht diese Lösung aus? Ich habe hier so einen kleinen OBD-Adapter. Der wird in die Diagnosebuchse eingesteckt und überträgt dann über Bluetooth Daten an das Smartphone aus dem Fahrzeug regelmäßig, wird auf dem Smartphone gespeichert und können dann zum Beispiel Fahrtenbuch, also Kilometerstand und Benzinstand wird dann angezeigt und kann dann praktisch ausgewertet werden. Dann vielleicht noch eine Frage, Autofahrerland Deutschland, ich meine, wir sind auch das Datenschutzland Deutschland. Gerade je vernetzter auch Autos werden, desto wichtiger werden Aspekte wie IT-Sicherheit und auch Datenschutz. Wie schätzen Sie das ein? Ganz wichtiger Punkt. Ich denke, wir sind in Deutschland ganz gut aufgestellt, weil wir halt schon eine lange Historie im Datenschutz haben, also Gesetzgebung. Auch die EU ist da sehr aktiv, um praktisch die Datensicherheit zu gewährleisten. Und ich denke, dass ein sehr großes Bewusstsein auch bei der Bevölkerung da ist, dass die Daten halt ein wertvolles Gut ist und dass man da sehr vorsichtig mit umgehen soll dann. Die IAA hat vor allen Dingen eins gezeigt, das Thema Connected Car und auch Connected Car Security ist in der Mitte der Industrie und auch der Autofahrergesellschaft Deutschland noch nicht so ganz angekommen. Auch hier auf der Messe führt es eher so ein stiefmütterliches Schattendasein. Auch wenn es viele, viele warme Worte seitens der Politik, auch seitens der Industrie gibt, dieses Thema in Zukunft zu verfolgen. So ganz angekommen ist es hier noch nicht, gerade was die Sicherheit im vernetzten Fahrzeug angeht. Da gibt es noch einiges zu tun. Lassen wir uns also überraschen, was die Zukunft bringen wird.